Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ich zeige mal kurz, wo wir sind, wenn es die Karte zulässt. Dankeschön. Wir sind eigentlich hier in der Nähe, dachte ich. Eigentlich müssten wir hier in der Nähe sein. Genau, hier müssten wir doch sein. Aber ich kann nicht anzeigen, wie es heißt. Hier ist auf jeden Fall eine Mine. Da, jetzt habt ihr die vergessene Mine. So. Und da haben wir das Tagebuch gefunden, dass Bernd seinen Kollegen hier eventuell einen Stich gelassen hat, wo aber die Frage offen blieb, ist er wirklich abgehauen oder ist was Schlimmeres passiert? Die haben nach ja, Erzen, Gold, nach eigentlich alles Mögliche gegraben, was irgendwie Geld bringen könnte. Aber naja, hat nichts gebracht. Und dabei war noch der Hinweis, sie haben die Mine für einen erstaunlich günstigen Preis erhalten und waren schon daher sehr skeptisch. Warum sollte man ja eine Mine, die ja nichts abwirft, überhaupt, die was abwirft, verkaufen? Und ja, das war die Frage aller Fragen, ne? So, ich würde vorschlagen, immer rechts abbiegen. Wir machen erstmal hier lang. Ich finde die Mine für mich schon ertragreich als Alchemisten. Hier gibt es nämlich Haufen Pilze. So, genau, hier hat man das Büchli gefunden. Ich bin jetzt etwas desorientiert. Ob hier noch eine Quest kommt? Weil da geht es definitiv nicht noch weiter. Man muss da irgendwie hochkommen. Das nebenbei noch ein Imp, den ich nicht ausgenommen habe. Karte, verrat es mir. Karte könnte ich jetzt nicht erkennen, wie man weiterkommt. Da muss noch irgendwo was sein. So, ich schaue jetzt mal sicherheitshalber kurz nochmal alles durch. Es ging auch nicht runter. Nein. Spring. Spring. Stell ihn so an. So, das war Richtung Ausgang hier, ne? Nee. Also ohne unsere Drachensprünge kämen wir da nicht rüber. Hier ist aber auch nichts. Also hier passiert noch irgendwas. Ja, das ist der Eingang oder Ausgang momentan. Und hier war auch Sackgasse, ne? Okay. Also, wir kommen hier irgendwie irgendwann mal anscheinend hin. Ich wüsste jetzt tatsächlich gerade, wenn ich so mir die Karte im Kopf aufrufe, nicht wie. Aber müssen sie jetzt erstmal sein lassen. Bringt nichts. Bin jetzt so oft hin und her, dass ich mich. So, genau. Das ist halt, wie gesagt, ein bisschen komisch. Aber vielleicht kommen wir noch von irgendwo anders da rein dann. Gut, okay. Find und zähme das Einhorn. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Mit Gewalt höchstwahrscheinlich nicht. Wenn wir schon mal in der Nähe sind, versuchen wir es. So, wir müssten fast nach Westen. Das wird es wohl sein. Wie zähme ich es jetzt? Wildpferde buckeln, solange sie nicht gezähmt sind. Bleib aufgesessen, bis sie sich fügen. Wenn du abgeworfen wirst, versuch es erneut. Nach dem Zähmen kannst du das Pferd satteln und ihm einen beliebigen Stein einen neuen Namen geben. Beim Wechsel von Pferden kehren gezähmte Pferde zum Ort zurück, an den sie gefunden hast. Okay. Das ist jetzt mehr oder weniger ein Zufallsevent. Boah.
ehrlich sein, es ist momentan eher ein bisschen nervig. Aha. Wie kann ich wieder absitzen? So. Ich habe das jetzt nur für die Quest gemacht. Das muss nicht wieder sein. Uah. Kann aber auch an mir liegen. Vielleicht ist das nur einfach nicht meins. Das höchste Argument, oh, reit hier bei Skyrim mit den großen Sachen. Ihr gibt Sinn und dann auch noch ein Einhorn. Ja. Kann man sagen, ist ein Argument, keine Frage. So, jetzt müssen wir erstmal orientieren, wenn da die Mine war. Dann ist als nächstes das Dörfchen oder Farm oder was auch immer das Hütchen sein wird. Wirklich sehr dunkel gerade, ne? Das Haus ist natürlich auf dem Berg oder was? Da steht irgendwas? Nein, es ist kein Pferd auf dem Flur. Ohne Witz. Moment, also ohne Licht wird das erstmal, geht das gar nicht. Gut, okay. Das wird jetzt wieder eine Fummelei. Ich glaube nicht, dass das wird. Vielleicht kommt man am besten hier rum, mal gucken. Auch nicht. Ja gut, hier ist nochmal eine Erzmine. Erzmine, ja klar. Ein Erzvorkommen. Alles, was bergauf liegt, ist immer ein bisschen blöd. Wir sind sogar da schon bei dem Turm fast angelangt dadurch. Erstmal wieder kurz raus, für den Fall des Falles. Nee, das ist wirklich zu steil diesmal. Ja, gucken wir mal, ob hier beim Wachturm, was da so abgeht. Ich auf jeden Fall da hoch. Kampfmusik? Ich habe noch gar keiner gesehen. Drache? Hä? Was soll der Turm sein hier? Prospectors Residence. Was werden sie? Hast du gegen was hast du gekämpft? Boah, Leute, ich habe keinen Bock da hinterher zu rennen, also. So. Sprung und Sprung und Sprang und Spring. Das tut uns jetzt nicht weiterbringen. Nehmen wir die Treppe, ne? Tütüdü. Okay. Ja gut, das ist eine verdammte Ruine, ne? So, aber sollte man nicht zu viel erwarten. Lehrling, komm. Geschenkt. Wir haben hier noch einen Eingang. Gucken wir mal rein. Na, lädt jetzt auch ganz schön lang. Mal gucken, was das wird. Nee, genau, wollte gerade sagen. Komme ich hinter euch? Nicht ganz. So, sehen wir euch gegen den Tremora schlagt.
schlagt euch echt gut. Gut, okay. Okay. Wo ist denn noch mehr? Darf ich noch kurz durch? Der Koch greift an? Okay. Oh, ganz schön viele Freunde hier. Sag mal, wie hast du denn hier mal kämpft? Okay, meine Illusionen funktionieren hier irgendwie nicht so ganz. Machen wir jetzt anders, okay. Salzdingsbums mit S auf jeden Fall. Necroplag ist eigentlich auch keine dumme Idee. Ist das Salzdumm wirklich? Nee, ne? So, läuft doch. Ach, da unten Salze. Moment, look, Kumpel. Wir wollen uns doch gegenseitig angucken können, hm? Kumpeline. Siehst du, es ist so dunkel, ich habe nicht mal dein Geschlecht richtig erkannt. Bist du eine Frau? Bestimmt. So, nehmen wir auch. Jo. Schlüssel erforderlich, ja, den finden wir bestimmt gleich. Ansonsten sieht sie relativ leer aus. Ja, und die haben natürlich alle wieder ein bisschen Zeugs. Nee, ist. Freisleistung passt hier nicht. Coole Todesart. So viele Leute. Ja, auch gleich wieder verkaufen gehen dürfen können müssen. Banditennotiz, lesen wir uns gleich mal durch. Objekte, das läuft in der Bücher. B wie Bandit. Ach, wir sind schon bei A. Bandits Note. Nahrung ist hier nicht selten, aber sie ist schlecht. Das Fleisch geht direkt in den Magen des Kochs. Zusammen mit den feinsten Meat. Das weiß ich nicht, was ist, was wir geplündert haben. Selbstsüchtiger Bastard. Was bekommen wir zu essen? Gemüse und trockenes Brot. Widerlich. Noch schlimmer, seitdem der Koch auch so schlecht ist. Wir alle wissen nicht, wie man kochen muss. Okay, aber der Chef, zumindest so, wie er sich selbst als solcher bezeichnet, bezeichnet er könnte es auf jeden Fall, I bet he can even taste. Ich wette, er kann weder etwas schmecken noch riechen. Der Idiot hat so viel Skuma zu sich genommen. Und wer weiß, womit er sich sonst noch seine Sinne zerstört hat. Aber du kannst halt nichts von einer Ex erwarten. Sie sind alle Idioten. Okay. War jetzt nicht so hilfreich.
hätte hilfreicher sein können. Verwinkelt hier. Hier werde ich garantiert dreimal hin und her latschen, weil ich irgendwelche Abzeichen übersehe. Okay. Aha. Hübsch hier, Fragezeichen, Ausrufezeichen, doppeltes Semikolon. Okay. So, mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt aber nur der Skiver. Hier erstmal den Hauptbereich hier runter. Oh. Hast du doch auch, wo bist du? Du hast dich echt gut versteckt. Tolles Duell. Okay. Ich schätze mal, einer von den Kollegen hier wird höchstwahrscheinlich einen Schlüssel für da oben haben. Wohin der führt, ist natürlich dann eine ganz andere Frage. Aber wie gesagt, das ist ja schon ganz schön verworren. Erstens, Giva kommt. Also, so, zack. So, führt das irgendwo hin? Man kann anscheinend nur durchgucken, okay. So, dann sind wir wieder hier im Hauptraum. Ist sie tot? Ist bestimmt tot. Ist ja die einzige Wacht, die noch übrig ist. Und dann holen wir den uns jetzt mal. Den werden wir wohl irgendwie treffen. Und selbst wenn nicht. Ah, nee. Nein, hier ist niemand. Ja gut, dann machen wir es jetzt. Nein, nein. Wie gesagt, ganz schön verwinkelt das Ding hier. Weiß auch nicht, ob das uns irgendwo hinführt. Ich glaube, das ist trotzdem alles nur ein großes Gebiet mit ein paar Nebengängen sozusagen. Jetzt einfach ein paar zusätzliche Ruhrpilze abgesehen. Ich sind noch rein, genau. Kaputt. Da ist noch vorne Frostbissspinne. Oh, die ist tot. Noch Postgivers?
Wir suchen alles ganz gechillt ab. Tja, der hat nicht überlebt. Düdüdüdüm. Genau. Okay, gehen anscheinend doch noch ein bisschen tiefer, als ich erwartet habe. Bleiben wir also erstmal auf dem Emporum. Ja, wir werden langsam schwer. Okay, Leute, ich gehe mal zurück verkaufen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, wir sind zurück. Ungefähr an der gleichen Stelle. Und ja, hachen wir der Sachen, die uns da noch entgegenkommen. Ich bleibe jetzt erstmal, wie gesagt, hier auf der Erhöhung der Emporium. Dann kämpfen wir uns sozusagen zur Mitte vor und schauen mal. Hi. Ja, aber du hast ja eine schlechte Zeit zum Kämpfen ausgesucht. Ja. Toller Tremora-Verkleider. Steht da und guckt zu. Bleib doch ruhig stehen, ich mach dich schon. So, okay. Was können wir dir denn wegnehmen? Okay, doch. Engelmoos. Huch, ist schon wieder dunkel. So viele Wege? Nee, hier waren wir schon mal. Ach, das war der Typ, der da oben schwebte. Das heißt, wir sind jetzt einmal drumherum. Ich gehe da nicht näher ran. Ich habe das vorhin schon gesehen. Wie ich gesagt habe, durch die Mods kommen auch ein paar nicht jugendfreie Inhalte dazu. Hier in dem Fall hier sind Spuren von Folter zu sehen. Hält sich in Grenzen, aber wir wollen nichts riskieren, deswegen ich gehe jetzt nicht ganz nah ran. Okay. Nur schon, damit sich keiner wundert, warum ich die nicht untersuche. Wie gesagt, angeguckt hatte ich sie mir schon. Überall Leutchen hier. Da ist noch einer. Verfehl. So, ist vorbei. Das überlebt er nicht. Echt alle fake? Ah, da kommt ein paar echte. So, da machen wir so Kerzenschein an. Der Kerzenschein, zack. Mein Fall. Ja, ich habe verfehlt, ich gebe es ja zu.
So, ich klicke jetzt einfach mal wie wild hier rum. Hoffen, dass irgendwas oder welche davon auch immer gehen. Ich habe gerade ein Sammelsymbol gesehen. Zack. Okay. Wow. So, mit Schimmerpilzen können wir bald einen Tod schmeißen. Und trotzdem nehme ich immer noch jeden mit. Das zeigt die Gier des Alchemisten. Ach, der ist hier gelandet. Hi. Darf ich mal kurz plündern? Er hat nicht Nein gesagt. Also ist das vollkommen legitim, was wir hier machen. Mhm. Okay. Aha. Sehen wir, wann uns die Luft ausgeht. Ne? Jetzt langsam. Sehr gut. So. So. Dann sind wir dem Pfad auch abgegangen. Jetzt muss ich nur gucken. Kommen wir wieder zurück. Da. Ups. Hängemoos. Dann dürfte das hier oben. Komm ich da noch ran, den Pilz? So, dann dürfte das der letzte Irrweg hier sein. Steht da jemand? Das ist Pareidoline. Okay, das Erz ist eher abgeschöpft. Ja, war Pareidoli. Schnell genug zu kriegen wir die von hinten. Was war das? Ist da jemand? So. Versuchen wir noch ein paar auf dieselbe Weise gleich zu holen. Einfach weil es cool ist. Ja, wir haben hier bessere Möglichkeiten, aber. So, Mandinenlager so leer zu räumen, wenn es denn geht, hat was. In die Ecke besen, besen. Okay, da steht noch jemand. Ist da jemand? Aha, hast mich durch die Bretter sehr gut gesehen. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ja! Gleich. Lasst mich den erstmal leer machen. So viel Zeit muss ja sein. Mitten im Kampf. Kleiner Moment, ich hole mal ein bisschen Unterstützung. So, du Kumpel kannst schon die oder den da kümmern. Ja, so, jetzt haben wir das ganze Lager aufgeweckt. Wie hast du den nicht gekriegt? Okay. Hast du keine Lebensleiste? Schiebst du dich denn? Na, da schießt einer einen feinen Bogen. Ich hoffe, er kriegt das hin, also. Mhm. Alter Fall, das ist hier groß.
mich vor. Du bist schnell, Mädel. So, zack. So, jetzt wechseln wir jetzt auch kurz mal auf Kerzenschein. Oh, ich sehe gerade. Ha! Wir sind ja von der Zeit her schon so gut wie drüber. Ja gut. Dann machen wir mal einigermaßen zumindest clever. Hier kamen wir rein, dass wir uns so hinstellen. Und wir wissen, dass wir noch ungefähr was zu tun haben hier. Und machen für heute jetzt Schluss. Scheint ja noch ganz schön weit zu gehen. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Spielen. Und ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, macht's nicht gut, macht's besser. Und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss.